Freunde, ich begrüße euch zu einem Infovideo bzw. einem Frage- und Antworten-Video. Ich möchte von euch wissen, habt ihr Lust auf ein Let's Play Train Simulator 2013? Das ist jetzt kein Let's Play hier, was ihr seht. Nein, es ist einfach nur ein Infovideo, ob ihr denn nicht Lust habt, dass wir diesen Simulator mal spielen können. Und deswegen, bevor es losgeht, werde ich jetzt einfach mal ganz kurz euch einen Eindruck liefern, was denn euch erwarten würde. Da gehen wir ins Hauptmenü auf schnelles Spiel, wählen schnell eine Lokomotive aus. Hier haben wir verschiedene Züge. In dem Fall würde ich mich doch dafür entscheiden für die DB101. Und dann geht es auch schon weiter. Jetzt können wir natürlich noch entscheiden, mit wie viel Waggons. Strecke wählen wir natürlich Hagen und Siegen. Ich bin dabei, mir Köln-Düsseldorf zu kaufen. Ich als Kölner muss natürlich Pflicht sein. Wir wählen jetzt einfach mal hier einen Ort, wo wir von losfahren können. Jetzt noch das Wetter. Da haben wir eine wunderschöne Sonne im Herbst. Und dann bestätigen wir die Fahrt einfach mal und sagen los. Ich möchte jetzt einen kurzen Eindruck übermitteln, was denn die Simulation bietet. Hier seht ihr nochmal Köln und Düsseldorf, die Strecke mit dem ICE3. Allerdings, was mich sehr stört beim Train Simulator 2013 ist, dass wirklich alle Inhalte super viel Geld kosten und beispielsweise kostet das Add-on für den ICE alleine 20 Euro. Und deswegen muss ich mir überlegen, wenn das Video viele Views hat, dann bin ich am Überlegen, dass ich das Let's Playe, also wenn ihr das sehen wollt, mit Add-ons. Natürlich die ersten 3, 4 Folgen ohne. Da werden wir uns natürlich erstmal das Basisspiel angucken und dann geht es natürlich weiter. Also, ihr seid jetzt dran. Schreibt in die Kommentare, ob ihr euch ein Let's Play davon wünscht und wie das aussehen soll. Könnt ihr natürlich auch noch in die Kommentare schreiben, ob wir nicht mal Aufgaben lösen sollen, ob wir immer eine schnelle Fahrt machen sollen. Also mal kurz die Strecken vorstellen, wie beispielsweise Hagen und Siegen. Und bevor es jetzt hier Ende ist, bevor das Video vorüber ist, werfen wir noch einen Blick kurz hier in das Spiel. Also ich muss sagen, die Grafik ist wirklich super prächtig. Ihr seht das hier schon und es läuft auch wie am Schnürchen. Und das Spiel ist auch super hübsch. Also ich kann echt nur sagen, wer den Train Simulator 2000, wann kam der denn raus? Weiß das gerade gar nicht. Wenn ihr den kennt, den ersten Ableger, dann wisst ihr, dass das wirklich Welten sind, ja? So, wir gucken uns das Ganze mal hier an. Also es sieht wirklich super schön aus, wie ich schon gesagt habe. Und Fahrgäste laufen rum. Es ist, die Schatteneffekte sehen hübsch aus und die Zugmodelle natürlich auch ziemlich detailliert. Man sieht schon, dass die Entwickler sich da Mühe gegeben haben. Die Strecken sind allerdings etwas, naja, die Standardstrecken sind 0815, würde ich mal sagen. Bahnhöfe wiederholen sich und ihr seht ja wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, hier diesen Streifen, ich weiß nicht, ob sich das so gehört, aber der wirkt ja schon ziemlich, kann man die Fahrgäste an die anklicken? Der wirkt ja schon ziemlich so dahin gepuppelt. Aber na gut, das möchte ich jetzt einfach nicht mal behaupten hier, das ist einfach nur so jetzt gerade mal gesehen. Okay, ich würde sagen, wir fahren wenigstens ein kleines Stückchen, um uns ein wenig vertraut mit dem Zug zu machen. Wir können natürlich auch im Fahrgastraum gucken. Und jetzt sitzen wir aber hier vorne in unserer Lok. Wir können hier vieles bedienen, wie zum Beispiel den Scheibenwischer. Also wir haben hier unten so ein Menü und das Menü gibt uns dann vor, was wir so machen können. Wir können natürlich auch hier die einzelnen Bedienelemente nutzen, aber das mit dem Menü ist deutlich einfacher und so werden wir dann natürlich auch im Let's Play fahren. So, ich stelle mal ganz schnell die Richtung ein, löse die Bremse und dann geht's auch schon los. Damit ihr mal so einen kleinen Einblick vom Sounddesign habt, seht das so als Letztest, dieses Video hier. Das ist jetzt erstmal so ein kleines Preview-Video, bevor das Let's Play dann losgeht. So, meine Damen und Herren, die Fahrt beginnt. Können wir eigentlich das Fenster öffnen? Nee, ich glaube nicht. Also der Sound ist schon super, finde ich, und sehr detailliert. Man hört auch das Rascheln an der Oberleitung. Sehr, sehr gut gemacht. Hier unten erhaltet ihr einen Blick, wie viele Stundenkilometer wir gerade fahren hier, dass wir Finnetrop 2 verlassen, also Gleis 2. Auch wenn wir über die Weiche fahren, ein wirklich guter Sound. Ich würde mal glatt behaupten, wir gucken uns einfach mal schnell noch die Kameraperspektiven durch. Hier können wir wahrscheinlich die Waggons wechseln. Licht brauchen wir nicht, das habe ich jetzt mit dem Test angemacht.
ziemlich schnell und dazu beschleunigt. So, wir sind mit Vollspeed 118 km/h, 119 km/h hier unterwegs. Da seht ihr jetzt mal, wie der IC, an uns hier vorbeirauschen sagt. Da kommt er auch schon mit Vollspeed gefahren. 118 Stundenkilometer fahren wir, das sehen wir hier. Wir fahren jetzt bis zum nächsten Bahnhof und dann seid ihr dran, in die Kommentare zu schreiben, was ihr denn gerne sehen möchtet. Ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, mir Addons zu schenken, wenn ihr wollt. Nein, das sollte natürlich nie machen. Aber ich habe trotzdem mal mein Steam-Profil hier unter diesem Video verlinkt. So, jetzt nochmal Full Speed. Oh, wir fahren zu schnell. Das seht ihr hier an dem Icon, das schon wieder hier an dem Icon. So, jetzt kommt der nächste Bahnhof, wie ihr unten sehen könnt. Da hauen wir mal ganz schnell in die Bremse. Regenbrück 2. Ein Fahrgast, okay. So. Wir wollen ja nicht mit 50 Stundenkilometer in den Bahnhof reindüsen, deswegen gehen wir mal ein bisschen runter und drosseln unsere E-Lok. Natürlich könnt ihr auch hier die Hupe benutzen. Sagt man das eigentlich beim Zug, die Hupe? So, der Zug fährt in den Bahnhof ein. Ausstieg in Fahrtrichtung links natürlich. Gehen nochmal runter von der Geschwindigkeit. 55 km/h. Mit 40 sollte man ungefähr in den Bahnhof einfahren, finde ich. Das reicht. Ein schönes Dörfchen hier. Darauf achten, wie wir halten müssen, damit der Zug vollständig im Bahnhof steht und kein Waggon hinten rausguckt. Ah. Noch ein Stückchen. So, ja, geschafft. Jetzt gucken wir uns den letzten Waggon an. Ja, wunderbar. Der Zug steht im Bahnhof, die Fahrgäste sind glücklich, steigen aus. Und jetzt bin ich gespannt, wie ihr das Spiel findet. Also die Simulation, den Train Simulator 2013. Die Strecke ist übrigens auch in den Vorgängern enthalten. Und wenn ihr gerne möchtet, könnt ihr natürlich gerne eure Vorschläge wie immer in die Kommentare unter diesem Video posten und wie ihr denn den Simulator findet. Ich freue mich drauf.